Hallo und herzlich willkommen. Heute will ich ein ganz besonderes Thema ansprechen. Und zwar wurde ich gefragt, Petra, wie kann ich ein Grab nach Feng Shui ausrichten? Gar nicht so einfach, denn klar, ganz am Anfang, als noch kein Yang House Feng Shui existierte, hat man sich immer um die Gräber der Ahnen gekümmert. Denn also in China gibt es einen ganz großen Ahnenkult. Und es war ganz, ganz wichtig, die Ahnen glücksverheißend in einer super schönen Umgebung und natürlich so zu beerdigen, dass sie sehr geehrt werden konnten. Und daraus hatte sich das Grab Feng Shui entwickelt. Und beim Grab Feng Shui geht es darum, wirklich den besten Platz und den besten Ort zu wählen. Denn man geht davon aus, dass das Qi oder die Energie, die derjenige, der stirbt, in die Erde zurückbefördert und dann seinen Nachkommen zur Verfügung stellt. Und wenn wir jetzt einen guten Platz auswählen, so kann dieses Qi direkt zu den Ahnen fließen und genutzt werden. Und das ist bei uns natürlich im Westen eine ganz andere Kultur. Wir ehren zwar auch den Ahnen, aber doch nicht so sehr, wie das in China der Fall war. Besonders die ganzen Gräber, die Königsgräber, wurden sehr explizit nach vielen, vielen Kriterien errichtet. Und dann ging es natürlich auch immer darum, wo ist der gute Berg, wo ist das gute Wasser, wie kommt man zu dem Grab hin, um das beste Glück zu bearbeiten. Und die Frage, die ich bekommen habe von einer Studentin, die fragte mich: Petra, meine Großmutter ist gestorben, auf was muss ich jetzt achten, wenn ich das Grab nach Feng Shui ausrichte? Also ich muss gleich von vornherein sagen, ich kann zwar die ganzen Regeln und die Kriterien, die man zum Grab Feng Shui benötigt, aber ich selbst mache kein Grab Feng Shui, nur für mich bzw. für meine Ahnen und mich selber. Da brauche ich aber dann auch immer wieder Hilfe von anderen, weil für sich selbst sollte man solche wichtigen Kriterien nicht nutzen. Also das heißt, man ist immer blind bei sich selber, bei anderen kann man immer sehr hilfreich sein. Und ich finde, Grab Feng Shui ist was ganz Spezielles und es gibt viele, viele ganze Friedhöfe, die dementsprechend ausgerichtet sind. Da habe ich auch einige davon besucht, zum Beispiel das Nirvana Memorial Park in Malaysia. Da gibt es sehr viele Gräber, die danach ausgerichtet wurden und sogar richtige Plätze. Und man kann ja wirklich genau sehen, okay, wie ist das Grab ausgerichtet, was passiert jetzt mit den Nachkommen, wo ist jetzt das Hauptmerkmal. Und ich habe sogar schon auch Artikel in Zeitungen darüber geschrieben, wie Yin Feng Shui wirkt und was das für eine Auswirkungen auch auf uns hat. Aber meine Frage ist ja gewesen, kann ich denn diese Kriterien auch bei uns anwenden? Und genau diese Frage habe ich auch damals meinem Meister gestellt, weil ich habe gesagt, naja, kann ich das denn jetzt überhaupt hier anwenden, wo wir doch die Gräber ganz anders ausgerichtet haben? Also ich habe mal so ein Blatt Papier hier vorbereitet. Also hier seht ihr ja einen Grabstein und die Schwierigkeit bei uns ist ja, dass derjenige vorne sozusagen liegt. Also das heißt, wenn wir eine Leiche zur Erde lassen, beziehungsweise den Sarg in die Erde lassen, dann sehen wir auf diesen Grabstein und dahinter wird eigentlich der Sarg gebettet, beziehungsweise erst kommt natürlich die Beerdigung und danach später wird der Grabstein gesetzt. Bei den Chinesen ist es total anders. Da hat man vorab schon den Grabstein gesetzt, und die Beerdigung findet statt, also das heißt, der Grabstein steht sozusagen vorne und hinten gibt es dann einen Hügel, wo die Leiche oder beziehungsweise wo der Sarg eingelassen wird. Und derjenige, der in den, also die Leiche oder beziehungsweise den, der beerdigt wird, wird mit dem Kopf in Richtung des Grabsteines gesetzt. Und bei uns ist es ja ganz anders. Also das heißt, die Leiche kommt in die Erde, dann wird der Grabstein gesetzt und wenn wir sozusagen dann an den Grab vorne stehen, dann gibt es so eine Art Bereich, wo dann auch Pflanzen und alles draufgebettet werden, um denjenigen dann auch Respekt zu zollen.
Und in China ist es, wie gesagt, anders. Also man hat den Grabstein schon gesetzt gehabt und die Leiche ist dahinter. Und davor hat man ein kleines, ich sag mal, einen Aufenthaltsbereich, wo man das Grab pflegen kann, aber wo es dann auch bestimmte Rituale gibt, die gemacht werden, ob man jetzt bestimmt nach einem Jahr nochmal kommt und ein bestimmtes Fest feiert oder auch nach 3 Monaten, nach 100 Tagen circa gibt es nochmal ein Fest für denjenigen, der dann beerdigt wurde. Und da gibt es viele, viele Rituale. Und diese Rituale, die macht man eben vor den Grabstein und direkt mit Räucherstäbchen, manchmal mit Verbrennungen von Geld, Geschenken. Und man ist dann auch mit der Familie vor dem Grab. Wenn es eine sehr reiche Familie ist, dann gibt es natürlich auch dementsprechend Sitzplätze und was zum Essen. Also ganz, ganz andere Qualität, wie wir das eigentlich kennen von unserem Friedhof. Also ich glaube nicht unbedingt, dass man Grabfeng Shui in Europa anwenden kann, wenn es um die Richtung geht, das heißt um die Kopfausrichtung der Leiche und wie der Sarg eingebettet werden kann. Aber was man immer machen kann, man kann natürlich die Formeln schon anwenden auf einer gewissen Art und Weise, indem man zum Beispiel darauf achtet, dass der Grabstein gut gestaltet ist, dass der Grabstein nicht defekt ist, dass kein Grünspan irgendwo am Grabstein ist, dass der immer gepflegt und auch nicht überwuchert wird mit zu vielen Pflanzen, dass der ziemlich frei ist, dass der auch einen sonnigen Platz hat. Das ist natürlich das Beste. Und ich weiß noch, ich war einmal mit Großmeister Yap Cheng Hai in Köln auf einem Friedhof. Und er lief dann auch durch die Gräber durch und er sagte, also die ganz Reichen sieht man schon, ja, wenn man die anschaut, die Gräber, dann haben die schon einen ganz guten Platz, weil meistens sind die natürlich viel großzügiger gestaltet und viel weitläufiger. Also um einen guten Platz für nach den Kriterien des Feng Shui zu kriegen in der heutigen Zeit, ist es in Europa sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, fast nicht machbar, wenn man danach schaut, würde ich immer sagen, also es sollte, man muss so nach sein Gefühl auch gehen, wo das Ganze stattfinden sollte. Und natürlich, was auch ganz, ganz gut ist, in der Nähe von jemandem, der schon sehr reich ist oder wo die Ahnen noch sehr glücklich sind, da kann man sich, denke ich mal, schon ganz gut vorstellen, dass da auch das Qi der Erde ganz gut ist. Ansonsten sind die Plätze der Friedhöfe ja nicht so glücksverheißend, wie sie das in China sind und beziehungsweise heute wahrscheinlich auch nicht mehr so sehr wie jetzt momentan in Singapur oder in Malaysia, wo man wirklich diese Gräber beziehungsweise ganzen Friedhöfe danach ausrichtet. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen oder ich konnte dir ein bisschen Einblick auch verschaffen, was man achten sollte. Ich glaube, hier geht es mehr darum, wirklich Achtung auch wieder den Verstorbenen zu schenken. Ich glaube, ein Grab nach Feng Shui wirklich nach den Originalkriterien zu platzieren, wie das in China der Fall ist, ist bei uns nicht möglich. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man das bewerkstelligen könnte. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal jemand auf die Idee, einen ganz nach Feng Shui ausgerichteten Friedhof auch in Europa zu eröffnen. Wer weiß, bis dann. Ich hoffe, ich konnte dir helfen.